Lehnt und wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 10.782, geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen. Ich darf hinweisen, der Antrag der Piratenfraktion wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Integrationsausschuss überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Beschlussempfehlung und Bericht des Integrationsausschusses liegen als Drucksache 11.191 vor. Ich eröffne die Aussprache und für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Frau Kollegin Hack. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Schon seit Längerem geht es nun in unseren Diskussionen über das in diesem Hause häufig besprochene Thema geflüchtete Menschen, Menschen, die Zuflucht suchen in Deutschland, in NRW, nicht mehr nur um die Unterbringung, um das berühmte Dach über dem Kopf. Und Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Piraten, haben ebenso wie alle anderen Fraktionen in diesem Haus, vor allem aber die Organisationen und Flüchtlingsinitiativen in NRW, darauf aufmerksam gemacht, das Wie der Unterbringung zu thematisieren. Und Sie, Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, fordern nun mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, vor allem, aber nicht nur, für Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften des Landes. Ihr Antrag thematisiert mehrere besonders schutzbedürftige Gruppen, anders als man es jetzt durch die Überschrift erwarten könnte, und er stellt Forderungen für mehrere Gruppen von Geflüchteten, deren Situation in Gemeinschaftsunterkünften verbesserungswürdig ist. Und dabei, das möchte ich hinzufügen, ist es eigentlich egal, ob es sich um eine Landes- oder eine kommunale Unterkunft handelt. Wir teilen Ihre Auffassung, dass es hier zu Änderungen kommen musste und, das füge ich hinzu, auch schon gekommen ist. Die Landesregierung, dazu wird Minister Jäger ja nachher etwas sagen, hat diese Problematik bereits erkannt und am 22. Dezember 2015 gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen aus Nordrhein-Westfalen einen mehrere Punkte umfassenden Plan vorgestellt, der das Ergebnis mehrmonatiger Zusammenarbeit der Regierung mit diesen NGOs ist. Festgeschrieben ist, dass die vorhandenen Standards weiterentwickelt werden, um eine den Bedürfnissen der Asylsuchenden entsprechende Unterbringung zu gewährleisten. Das kann, und wir sehen, das ist auch inzwischen so, die von Ihnen geforderte räumliche Trennung von Unterkünften für besonders Schutzbedürftige sein. Und in dieser Vereinbarung ist auch festgehalten, dass die psychosoziale Beratung für Geflüchtete ebenso wie die medizinische Versorgung, die, auch das haben wir ja in mehreren Diskussionen erläutert, in den vergangenen Monaten, in den zurückliegenden Monaten oft nicht ausreichend überhaupt oder auch nicht ausreichend schnell erfolgen konnte. Die Landesregierung hat seinerzeit vereinbart, ein Fachkonzept zur Erkennung und Berücksichtigung der Bedürfnisse besonders Schutzbedürftiger zu erarbeiten. Darin werden Anforderungen und Erkenntnisse ganz unterschiedlicher Bereiche der Landesministerien zusammengeführt, der Polizeiarbeit, des Gewaltschutzes, der baulichen Voraussetzungen für Unterkünfte, um Schutz vor Gewalt, auch häuslicher Gewalt, zu verbessern bzw. sicherzustellen. Und das sind nur einige Beispiele aus diesen Verabredungen in dem Konzept. Die Entwicklung dieses Konzeptes ist ein noch laufender Prozess, unter anderem aber, ich erwähnte es bereits, mit dem Ergebnis, dass es inzwischen Landesunterkünfte gibt mit Bereichen ausschließlich für Frauen und Mütter mit Kindern. Und auch in den Kommunen, so erfahre ich es zumindest bei meinen Gesprächen, werden inzwischen häufig reine Frauenwohnbereiche in den Unterkünften geschaffen, wenn das irgend möglich ist. Und das begrüßen wir ganz ausdrücklich. Wir haben heute Morgen in der Debatte zum Thema Integrationsplan manchmal scharf, manchmal auch rein sachlich darüber gesprochen, dass wir sehr häufig unterschiedliche Ebenen in unserem Staat für unterschiedliche Sachverhalte verantwortlich machen möchten oder das auch tun.
Ich möchte für diesen Antrag noch ergänzen, dass auch auf Bundesebene inzwischen die Bedürfnisse besonders schutzwürdiger Geflüchteter stärker ins Bewusstsein gerückt sind. Mit einem KfW-Kreditprogramm von 200 Millionen Euro können bauliche Schutzmaßnahmen von den Kommunen durchgeführt werden. Und das Bundesfamilienministerium, ich will das hier nur informatorisch weitergeben, ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich fand das interessant. Das Bundesfamilienministerium führt in Zusammenarbeit mit UNICEF mehrere Maßnahmen durch, die bis zu 300 Unterkünfte betreffen, in denen dann Schulungen und Mentoringmaßnahmen für Fachkräfte und auch Ehrenamtliche durchgeführt werden können, die das Thema Schutz von Frauen und Kindern haben. Und auch, es werden mithilfe von UNICEF kindgerechte Bereiche in den Unterkünften eingerichtet. Deshalb, das nur als Beispiel, ich bin mir sicher, dass mit diesen erforderlichen Verbesserungen, die begonnen worden sind, wir einen Schritt weiterkommen in diesem völlig berechtigten Anliegen erstens und dass nicht nur die Regierung selbst, sondern auch wir hier im Parlament und die NGOs den Fortschritt und die Umsetzung überprüfen werden. Deshalb werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Hack. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Frau Dr. Bunse. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich gefragt, ist Ihr Antrag, sehr verehrte Piraten, jetzt Schnee von gestern? Im Ausschuss sind Sie überstimmt worden. Sie haben mit dem Verweis auf den 8. März, der bekanntlich der Weltfrauentag ist, ein Zeichen setzen zu wollen und für mich unverständlich auf eine Abstimmung gedrängt, denn das Spiel endete dann so, wie man es hätte erwarten können. Dieser Antrag ist abgelehnt worden und wir hätten uns sehr gewünscht, dass über den Inhalt, den Frau Hack gerade ja sehr dezidiert dargestellt hat, in großer Runde und vor allen Dingen eben auch mit Experten hätte diskutiert werden können. Der Inhalt, wie gesagt und beschrieben, hat sich beschäftigt mit den Situationen der besonders schutzbedürftigen Frauen und Kinder in den Flüchtlingsunterkünften. Und die Forderungen beruhten unter anderem darauf, eben ein Gesamtkonzept zu erstellen und vor allen Dingen für getrennte Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen und Männer bzw. Frauen mit Kindern zu sorgen. Wir haben uns natürlich gefragt, liebe Piraten, wer soll das bezahlen? Es sind Gott sei Dank jetzt all Ihre Gedanken in diesen Integrationsplan der Landesregierung eingegangen. Und so, denke ich, werden wir doch die Chance haben, in den Ausschüssen und besonders im Integrationsausschuss sicherlich auch, hoffentlich, ich gucke Sie dabei gar nicht an, in der SPD-Ecke, wirklich sehr konstruktiv zu diskutieren und uns auszutauschen. Meine Erkenntnis heute ist, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, ich kann da gerne darauf eingehen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich sehr bemüht gewesen bin und dann mal hingewiesen habe, hier sind einzelne Punkte in unseren Anträgen im Integrationsausschuss, die sind nicht behandelt worden. Und dann bin ich wirklich wie so ein Schulmädchen abgekanzelt worden von Ihren Mitstreitern. Da vorne sitzt einer. Ist doch alles schon erledigt. War noch nicht erledigt. Ich sage mal nur ein Beispiel. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob es nicht sinnvoll ist, für eine Schulpflicht zu sorgen, auch für junge Erwachsene, die ohne Schulabschluss hier hingekommen sind. Ich finde diesen Gedanken sehr sinnvoll und man sollte dem nachgehen. Aber vielleicht haben wir jetzt die Chance heute doch noch dazu. Also meine Erkenntnis heute, mit klitzekleinen Trippelschrittchen öffnet sich diese Landesregierung. Zumindest haben Sie das heute Morgen mehrfach angedeutet. Und unsere Gedanken und die Inhalte unserer Anträge sind meiner Erkenntnis nach sehr in diesen Integrationsplan mit eingeflossen. Wir sind da sehr bemüht von Seiten der CDU und wir gehen sehr hoffnungsvoll in diese Ausschusssitzung. Meine Erkenntnis ist eben ganz einfach heute, alles braucht seine Zeit. Vielleicht braucht diese Landesregierung ein bisschen mehr davon. Und die Hoffnung wird sein, dass zum Beispiel Thema Wertevermittlung dann am Ende des Jahres Ihre Bilanz etwas mehr sein wird als eine Broschüre mit vielen bunten Bildern und Piktogrammen. Also wie gesagt, wir sind da sehr hoffnungsfroh und wir werden uns gerne an diesem Austausch beteiligen. Und Ihnen von der Piratenpartei kann ich da nur einfach sagen, oder Fraktion, Entschuldigung, wir werden uns genauso wie im Ausschuss enthalten aufgrund dieser unglücklichen Verfahrensweise, aber nicht wegen des Inhalts, den Sie in diesem Antrag thematisiert haben. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Bunse. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Frau Paul. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg, Vertreibung und Gewalt suchen, müssen diesen Schutz auch bekommen. Und das gilt nicht nur als globales Grundrecht, sondern das gilt natürlich auch für Gewaltschutz in Einrichtungen und Unterkünften. Und da, glaube ich, sind wir uns in diesem Haus alle einig, dass das Ansinnen Ihres Antrags vollkommen richtig und berechtigt ist. In ganz besonderem Maße gilt das für die von Ihnen ja auch beschriebenen, besonders schutzbedürftigen Gruppen, einschließlich auch LSBTTI, haben Sie in Ihrem Antrag auch geschrieben, auch wenn diese Gruppe nicht explizit genannt ist durch die EU-Aufnahmerichtlinie. Nichtsdestotrotz müssen wir auch diese Gruppe mit in den Blick nehmen. Und wir brauchen ein ganzes Bündel. Und darüber haben wir auch heute Morgen schon diskutiert im Bereich des Integrationsantrags. Wir brauchen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um Schutzbedürftige auch wirksam schützen zu können und um sie unterstützen zu können. Und das beginnt aus meiner Sicht auch schon bei der Aufklärung über die Rechte und die Rechtslage in Bezug auf Kinder, Frauen und Gleichstellung und LSBTTI. Denn die Menschen müssen wissen, welche Rechte sie in diesem Land haben, dass Gewalt in diesem Land nicht toleriert wird. Und vor allem müssen sie wissen, dass sie sich an die Polizei und an die Unterstützungsstrukturen in diesem Land wenden können und dass diese Strukturen ihnen auch helfen. Geflüchtete, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden brauchen dafür Handreichungen und Informationen zu geschlechtsspezifischen Flucht, aber auch Asylgründen. Und dass die Verfolgung aufgrund der sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität ein anerkannter Asylgrund ist, vor allem auch dann noch, wenn die Betroffenen dies erst später angeben, weil sie sich zunächst vielleicht aufgrund von negativen Vorerfahrungen auch nicht getraut hatten. Es darf ihnen dann, und das ist EU-richterlich auch so beschieden worden, es darf ihnen daraus kein Nachteil erwachsen, dass sie eben erst später das auch zu Protokoll gegeben haben bzw. ihrem Antrag hinzugefügt haben. In der vergangenen Woche hat der LSVD im Emanzipationsausschuss die Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von LSBTTI-Flüchtlingen vorgestellt, die diese in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, dem PARI-NRW erstellt haben. Und diese Initiative ist vorbildlich, weil sie einfach sehr gut darauf hinweist, wie die rechtlichen Grundlagen sind und wie mit speziellen Gruppen, in diesem Fall der Gruppe der LSBTTI-Geflüchteten, umzugehen ist. Und demnächst soll, und das finde ich begrüßenswert und vorbildlich, diese Handreichung auch auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Haushalt Mittel eingestellt, um zum einen traumatisierte geflüchtete Frauen zu unterstützen. Wir haben aber auch Mittel eingestellt, um die Frauenhausstruktur weiter zu stärken, wie auch in Ihrem Antrag gefordert worden ist. Und nicht zuletzt haben wir Geld eingestellt, um die Beratung und Unterstützung von LSBTTI-Geflüchteten zu unterstützen. Und darüber hinaus, und Frau Hack hat es auch bereits gesagt, ist die Landesregierung momentan in einem intensiven Abstimmungsprozess, um für die Landeseinrichtungen Gewaltschutzkonzepte auf dem auch von Ihnen erwähnten Handreichungen und Empfehlungen des Instituts für Menschenrechte zu entwickeln. Und notwendig und wünschenswert ist, dass diese Konzepte dann auch in den Kommunen übernommen und auch dort umgesetzt werden. Denn die Menschen kommen erst in die Landesaufnahmeeinrichtungen und dann in die Kommunen. Gleicher Schutz muss ihnen auch da zuteil werden. Denn Gewaltschutz ist kein Luxusproblem, sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung und eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deshalb ist klar und muss klar sein, dass das Gewaltschutzgesetz auch für Unterbringungen gilt. Und im Einzelfall ist dann zu prüfen, ob Frauen und ihre Kinder in andere Einrichtungen verlegt werden sollten oder ob der Täter weggewiesen werden sollte. Beide Maßnahmen, und das finde ich ist auch noch mal wichtig zu betonen, auch für die Behörden dürfen aber sich nicht nachteilig auf Asylverfahren auswirken. Also auch dort ist mit den Ausländerbehörden noch weiter zu sprechen, dass sich das dann nicht negativ durch die Residenzpflicht auswirken darf. Und darüber hinaus brauchen wir Schutz- und Rückzugsräume. Da bin ich auch ganz bei Ihnen. In bestehenden Einrichtungen durch, Frau Hack hat es auch schon gesagt, möglicherweise eigene Flügel, möglicherweise aber auch in eigenen Einrichtungen. Und nicht zuletzt brauchen auch die Kinder adäquate Räume, in denen sie Kinder sein können, spielen können, sich bewegen können, sich vielleicht auch einfach nur mal begegnen können und eben auch tatsächlich nach den oftmals traumatischen Erlebnissen ihrer Flucht Kinder sein können. Die erste Unterbringung, also das erste Dach über dem Kopf, ist dabei nur der erste Schritt. Heute Morgen, ich habe es gerade schon erwähnt, haben wir breit über den Integrationsplan diskutiert. Und Gleichstellung darf auch hierbei nicht unter den Tisch fallen. Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Gleichstellung von LSBTTI und Minderheitenschutz muss selbstverständlicher Teil von Sprach- und Integrationskursen sein. Da ist auch der Bund gefragt, an dieser Stelle die Curricula entsprechend anzupassen. Und nicht zuletzt wird bei der großen Aufgabe der Integration auch den kommunalen Integrationszentren beispielsweise eine große Bedeutung zukommen. Auch hier muss die Gleichstellungspolitik in den Arbeitsprogrammen fest verankert sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, Ihr Anliegen ist berechtigt. Ich glaube, alle am Haus haben deutlich gemacht, dass wir das teilen. Und wir teilen auch das Ziel. Ich glaube, wir haben aber auch deutlich gemacht, dass die Landesregierung sich an der Stelle bereits auf den Weg gemacht hat. Und um einen von Ihren Punkten aufzugreifen,
Ich glaube, dass sie auch sehr gerne Ihrem Wunsch oder Ihrer Aufforderung nachkommen wird, das Parlament über den Fortgang der weiteren Programme, die entwickelt werden, die aber auch schon zum Teil auf dem Weg sind, zu unterrichten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Paul. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Herr Dr. Stamp. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben heute Vormittag darüber diskutiert und debattiert, wie wir hier insgesamt möglicherweise auch wieder zu gemeinsamer Flüchtlingspolitik kommen können, zum Thema Integration. Im weitesten Sinne spielt das hier auch eine Rolle. Kollege Cooper hat ja heute Morgen auch sehr viel über die Unterbringungssituation gesprochen. Und ich kann nur auch noch einmal Rot-Grün ansprechen. Ich habe hier eben kein stichhaltiges Argument gehört, warum Sie dem Antrag der Piraten nicht zustimmen können. Und wir haben auch die eine oder andere kleinere Nachfrage, die wir noch diskutieren könnten. Das ist richtig. Wir haben uns auch im Fachausschuss enthalten, aber ich sage an der Stelle ganz ehrlich, wir haben uns da noch mal beraten und wir sind der Meinung, dass der übergroße Teil dieses Antrags einfach so ist, dass man ihm eigentlich zustimmen muss. Und wenn wir heute da ein Zeichen setzen wollen, werden wir das an dieser Stelle auch tun. Und deswegen werden wir hier heute dem Antrag der Piraten zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Und für die Piratenfraktion spricht Frau Brandt. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Wir haben im Ausschuss und gerade eben hier und heute viel Gutes zu unserem Anliegen, zu unserem Antrag gehört. Warum wir uns als Fraktion dennoch gegen eine ausgedehnte Beratung in den Ausschüssen mit einer Anhörung entschieden haben, sollte wirklich jedem klar sein. Wir müssen jetzt handeln und wir haben in den letzten 3 Jahren geredet. Ausgearbeitete Vorschläge aus diversen Anhörungen, Anträgen, Gutachten und so weiter und so fort. Die liegen alle vor. Konzepte wurden vorgestellt und dennoch geht es, wenn überhaupt, nur in ganz kleinen Schritten voran. Ja, Sie haben in Ihrem Antrag für einen Integrationsplan 2 bis 3 vage Maßnahmen zum Gewaltschutz und zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie für die nächsten Jahre angekündigt. Aber unsere präzisen Vorschläge hier im Antrag, sie sind lange überfällig und liegen auf dem Tisch. Meine Damen und Herren, unser Antrag, geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen, ist aktueller denn je. Denn auch in der Debatte rund um Silvester wurde unser Anliegen sträflich vernachlässigt. Lediglich ein ganz kleiner Punkt wurde von Rot-Grün im Januar verabschiedet. Die Landesregierung sollte ein Gewaltschutzkonzept in Flüchtlingseinrichtungen etablieren. Es ist übrigens ziemlich erschreckend, dass es das in NRW bisher nicht gibt. Zumal das Deutsche Institut für Menschenrechte anlässlich des Weltfrauentags 2015 ein ausgearbeitetes Gewaltschutzkonzept vorgelegt hat. Das, so fordern wir in unserem Antrag, jetzt endlich umgesetzt werden muss. Aber machen wir uns nichts vor, auch am kommenden Weltfrauentag, am nächsten Dienstag, wird es keinen effektiven Gewaltschutz für Kinder und Frauen in den Not- und riesigen Sammelunterkünften geben. Und das ist beschämend. Nach Silvester waren wir die einzige Fraktion, die ein besonderes Augenmerk auf die prekäre Situation der geflüchteten Frauen und Kinder und besonders schutzbedürftigen Personen in den Not- und Sammelunterkünften gelegt hat. Nach dem ersten Flüchtlingsgipfel in NRW, wir erinnern uns, die Schande von Burbach, haben wir bereits darauf bestanden, dass die Landesregierung ein Konzept zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie vorlegt. Das war knapp 1 Jahr vor dem gesetzlich festgelegten Stichtag zur Umsetzung. Der war übrigens im Juli 2015. Bisher liegt aber kein Konzept vor. Stattdessen weiß die Landesregierung nicht mal, was ein Screening im Zusammenhang mit der Umsetzung bedeutet. Das war das Ergebnis einer kleinen Anfrage von uns. Meine Damen und Herren,
Die jüngsten Vorfälle in Köln zeigen, wie dringend und längst überfällig hier gehandelt werden muss. In Köln gab es mindestens 2 Vorfälle mit Mitbewohnern, aber es gibt wohl auch Probleme mit Subunternehmen der Adlerwache. Wir wissen aus verschiedenen Antworten der Landesregierung, dass Köln kein Einzelfall ist. In der ZUE Schöppingen wurden Jugendliche durch Bedienstete der Einrichtung sexuell missbraucht. Das zeigt die Antwort auf eine kleine Anfrage meiner Kollegen Birgit Rydlewski und Frank Herrmann, September 2015. Köln zeigt, wie schwierig es ist, für geflüchtete Kinder und Frauen Vertrauen zu fassen und Aussagen gegenüber Polizei, Heimleitern, Stadt und anderen zu tätigen. Und die Angst ist nachvollziehbar. Hier muss behutsam vorangegangen werden. In Köln hat man sofort reagiert. Dort wurden Ombudsstellen geschaffen, verschiedene Unterkünfte nur für Frauen und besonders schutzbedürftige Personen direkt beschlossen, Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie jetzt in Angriff genommen. Ich kann Ihnen die Anträge und Beschlüsse aus Köln schicken und vielleicht referiert darauf ja auch die Verhaag, wenn sie sagt, da ist schon viel umgesetzt. In Köln, ja, das stimmt. Hier brauchen wir jedoch Nachhilfe. Die aktuellen Entwicklungen erfordern genau die Maßnahmen, die wir im Antrag vorschlagen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung mahnt zur schnellen Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie und bemängelt den Schutz vor sexuellem Missbrauch von Frauen und Kindern in den Unterkünften. Selbst die EU hat Berlin gerügt, obwohl die Unterbringung ja Landessache ist und nicht Bundessache. Die Bundesregierung will jetzt etwas gegen rechte Wachleute machen. Immerhin. Was muss denn noch alles passieren, damit endlich gehandelt wird, und zwar hier in Nordrhein-Westfalen? Hinzu kommt, dass die Vorfälle von Silvester und die politischen Debatten und Schnellschüsse verschiedene Ressentiments gegen geflüchtete Menschen geschürt haben. Anstatt zu differenzieren, wurden Muslimen durchgehend ein frauenfeindliches Weltbild unterstellt. Sexualisierte Gewalt liegt tatsächlich sehr oft eine antifortschrittliche Rollenzuweisung zugrunde. Aber auch die hiesige Gesellschaft hat mit Sexismus zu kämpfen, und es kommt leider sogar in den besten Familien vor. Das müssen wir als Politik klarstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandt. Und für die Landesregierung spricht nun Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 2015 320.000 Menschen im Rahmen der Erstaufnahme untergebracht, also fast ein Drittel der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Das hat bedeutet, dass wir jeden Tag in Nordrhein-Westfalen, Länder und Kommunen gemeinsam, jeden Tag gegen Obdachlosigkeit gearbeitet haben. Es ist uns gelungen, obwohl es kurze Fristen gab, jedem dieser Flüchtlinge, die morgens kamen, abends ein Bett und ein Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen. Ich bin in der Tat, ich bin jedem dankbar, der seinen Anteil daran hatte, Herr Dr. Stamp, die unzähligen Freiwilligen, die dabei geholfen haben, aber vor allem auch die Kommunen, die manchmal innerhalb von Stunden entsprechende Einrichtungen aufgebaut und zur Verfügung gestellt haben. Das Jahr 2015 war ein Jahr, in dem die Quantität der Unterbringung klar im Vordergrund stand. Jetzt wollen wir mehr Qualität erreichen. Deshalb habe ich Ende letzten Jahres ein Eckpunktepapier gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der NGOs in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht. In diesem Eckpunktepapier geht es um die Qualität der Unterbringung, um die Qualität der Versorgung, und zwar die in allen Bereichen in unseren Landeseinrichtungen zu verbessern. Dazu gehört, meine Damen und Herren, ebenso wie im Piratenantrag gefordert, natürlich schutzbedürftige Personen wie Minderjährige, wie Frauen, wie ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Schwangeren mit ihren besonderen Bedürfnissen bei der Unterbringung in den Blick zu nehmen. Die Qualitätsstandards, die wir in unseren Ausschreibungen für die Betreuungsverbände von Landeseinrichtungen voraussetzen, entsprechen dieser EU-Richtlinie. Dazu zählen insbesondere, meine Damen und Herren, Hinweise in verschiedenen Ländersprachen, die Berücksichtigung von besonderer Schutzbedürftigkeit bei der Zimmervergabe, die Kompetenz des eingesetzten Personals, eine Asylverfahrens- und Sozialberatung, ein Beschwerdemanagement. Dann, meine Damen und Herren, das Thema Schutz vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünften wird aktuell an ganz vielen Stellen innerhalb der Landesregierung bearbeitet.
Zurzeit werden wir diese verschiedenen Elemente zu einem Gesamtkonzept zusammenfügen. Es bedarf dieses Antrages nicht. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht vor. Und damit kommen wir zur Abstimmung. Der Integrationsausschuss empfiehlt in Drucksache 11.191 den Antrag mit der Drucksache Nummer 10.782 abzulehnen. Wir kommen jetzt hier zur Abstimmung über den Antrag selbst, nicht über die Beschlussempfehlung. Wer also stimmt dem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten und der fraktionslose Kollege Schwert. Moment, ich gucke ja erstmal nur nach da. Jetzt mache ich so und sehe, auch die FDP ist vertreten und stimmt auch zu, so wie Herr Dr. Stambes angekündigt hat. Damit haben wir die Zustimmung von Piraten und FDP. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD und Grüne stimmen gegen diesen Antrag. Wer enthält sich? Es enthält sich die CDU-Fraktion. Damit ist der Antrag mit den Stimmen von SPD und Grünen abgelehnt gegen die Stimmen von Piraten und FDP bei Enthaltung der CDU-Fraktion. Und wir kommen zum nächsten Antrag, nämlich Tagesordnungspunkt, Antrag, der stimmt auch.